Sehr cooles Schiff. Sehr cooles Schiff. Ja, diese mit dem Schiff ist so ein bisschen. Aber mit Tempschild ist das Schiff stark. Ich möchte Dizzy gerne fertig machen, deswegen machen wir das gleiche nochmal. Wir entfernen das Ding. Und ein Standardangriff. Tschüss. So. Wir gucken, ob das halbwegs gut läuft. Rumsbums, auf Wiedersehen. Die Angriffsdrohne. Er ist etwas stärker. Wir sind bewegungsunfähig. Alles machbar. Aber noch eine Angriffsdrohne. Na, bewegt sich nicht. Zack. Chillax-Mutzack. Aber sowas von. Ich habe vorher schon gemeint, die andere Musik ist so gut in dem Game. Das macht die Drohne. Er hat gerade einen richtig geilen Run. Also der war hart. Der war stark. Ja, wir gehen oben lang mit den zwei Elite-Gegnern. Wir haben Cleo herausgefordert. Kann ich dir was bringen? Ja, ich hätte gerne einen panzerbrechenden Multischuss. Krass. Richtig krass. Der Wellenstrahl. Wir müssten. Oh, der ist direkt am Start. Ich dachte, der kommt in den Nachziehstapel. Also jetzt ein bisschen ungünstig. Ja, wir kriegen einen Damage. Die Drohne. Angriffmäßig hapert es noch so ein bisschen, ne? Wir haben erst zwei Dinger rausgejallert. Okay, wir sind bewegungslos. Das ist nicht schlecht. Machen wir hier mehr Schaden. Nach links gehen. Ja, es ist okay. Ein Damage kriegen, nicht cool, aber völlig machbar. Dann ist Cleo gedisst worden, aber sowas von ist sie gedisst worden. Ein Crewmitglied sagt, ich mache euch fertig mit meinem coolen Stick. Wirklich? Wer hat das gesagt? Ah ja, komm, Mama-Momentum. Ach, wieso sind denn hier so. Oh, sieh mal, Zielübungen. Wieso sind ganz am Anfang schon die ganzen krassen fucking Schiffe unterwegs? Alter Lachs. Gut, wir sind eh bewegungsunfähig jetzt gerade. Gefällt mir. Ah, da würden wir nach links. Das ist okay, vor allem weil der Wellenstrahl dann nach rechts kommt. Ich will eigentlich nur eins nach rechts.
das sollten wir jetzt aber... Na, das drückt mich eins nach links, ne? Wenn ich das Temp-Schild nehme, muss ich mich nicht bewegen. Weil ich dann hier die drei abfange. Das ist okay, komm. Nehmen wir das Schild her, was wir haben. Die Angriffsdrohne... Ja... Nein, ist nach links, ist okay. Spiel will mich fertig machen? Ja, scheinbar. Aber nicht mit uns! Wir brauchen die letzte Erinnerung von Dizzy. Okay, der Drohnenpiekser. Sehr stark, nehmen wir. Ich werde euch nicht schonen. Okay, wir haben auch einen Elite-Gegner angetouched, ne? Das ist natürlich auch so eine Sache. Kein Wunder, dass die ein bisschen stärker sind. Okay, machen wir Folgendes. Nehmen wir den, machen wir Düte und laden das schon mal für den nächsten Angriff auf. Ich hätte stehen bleiben können, ja. Das schiebt mich sofort eins nach rechts. Ja, wie nervig. Ich will wieder meine Jupiter-Drohne. Noch drei. Toll, mein Wellenstrahl ist sowas von für den Bobbes. Dankeschön. Ja, passt schon. Blasenfeld. Jedes Objekt in der mittleren Reihe kriegt ein Blasenschild. Ach, das wird dann komplett rausgeworfen. Ja, vielleicht, aber ich habe noch keine Jupiter-Drohne, das ist ungünstig. Cockpit-Zielerfassung. Nice. Das erste Schiff, auf das wir treffen, hat kein Cockpit. Ja, stark. Stark. Das gefällt mir. Das war auch Mumpitz. Hätte ich mir auch sparen können. So, wir kriegen Müll rein, ja. Lassen wir. So. Ich dachte, ich hätte noch ein Betäubungsdings gehabt. Ah, super. Jetzt dachte ich gerade, ich könnte die Schildgeneration oder Regenerierung, wie auch immer, Generierung verhindern. Thank you.
Okay, der Wellenstrahl ist nicht schlecht. Okay, das ist okay. Wie weit verdüdelt mich das? Es bringt eh nichts, weil wir ins Schild ballern. Die Angriffsdrohne, ja. Das hier ist stark und die Angriffsdrohne pierced und damit ist der Kollege im Eimer. Nice. Ja. Wieder anwesend, WB Thomas, du hast absolute krasse Scheiße verpasst. Aua, mein Gehirn. Ah, ihr alle wieder. Ein extraplanetares Wesen. Oh, ein extraplanares Wesen. Großartig. Okay. Ich hätte gerne... Die 7 Damage, die wir einmal in unserem Leben benutzen können. Es geht. Karte aufrüsten. Du machst dann... Achso, 2... Wo ist da der Unterschied, wenn dieser im Kampf gespielt wird? Ach, ziehe 1. Ah ja. Nee, machen wir... Ich hätte vielleicht erstmal was anderes aufwerten sollen, oder? Ups. Ist okay. Eine leichte Beute. Ja, wir sind eine leichte Beute. Sollen wir das Ding einfach benutzen? Eigentlich nicht, ne? Andererseits... Komm, hau raus, das Ding. Das Tempschild. Ja, gut, dann wird das zumindest als erstes rausgenommen. Ja, hätten wir gar nicht mal so machen müssen mit dem Temp-Schild, ne? Piu, 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 piu. Endlich wieder mal eine kleine Angriffsdrohne. Die wieder tot ist. Ja, wird uns schon nicht umbringen. Oh, wir spielen einfach alles, was geht. So. Ja, das Blasenfeld. Wie viel... Warte mal, wir haben... Ein bisschen Schaden kriegen, wenn wir das machen. Ich habe hier noch 4. Ich hätte das Ding auch schützen können. Ah. Rastet aber auch so langsam aus, ne? Ja, was denn zum Beispiel? Der Endboss war gut und wir haben gegen Cleo gekämpft. Gegen die Händlerin. Was machte das? Verliere zu Beginn deiner Runde ein Schild und erhalte doppelt so viel Temp-Schild. Dann lieber die Vergeltung. Der Festmacher ist interessant. Wenn du Schild kriegst, kriegst du Temp-Schild. Ja, das ist natürlich jetzt mies, weil wir wenig Schild-Slots haben. Gib mir
das Ding. Das Festmacher Version 2, ja. Wäre zwar auch gut, aber heute nicht. Also ich muss sagen, der Run vorher war deutlich besser. Stark gemacht, ne? Ohne ist es eigentlich sehr irrelevant. Dass er halt so viele Schilder hat, ist nicht cool. Oh, wir weichen dem aus. Passt. Jetzt wird die andere Angriffsdrohne gut. Schon. Ja, wenigstens sind wir hier safe. Doppelt safe. Dreifach safe. Korrosionsstrahl ist nicht schlecht. Aber wir haben keine... Okay, wir spielen nochmal Fußball. Ach stimmt, wir können uns auch mit unseren Karten bewegen. Hallo, kriegt er vielleicht eine gelbe Karte? Das ist auch gut, ne? Na, okay. Okay, er wird sich dann nach links bewegen. Kann ich ihn... Das ist ja im Prinzip kein Angriff, den wir drauf machen. Vielleicht gibt es... ...einen Erfolg, wenn du den rauskriegst. Ups. Ich versuch das mal. Ich will wissen, was passiert, wenn der stirbt. Unendlich Bewegung hat der Dulli, ne? Au. Noch fünf, ne? Ah, ich hätte auch den Max-Schild-Shiny nochmal nehmen können. Ich weiß nicht, ob wir rot kriegen. Einfach so, frei nach dem Motto. Oh, das ist ja auch cool, dass die Tore gebabbelt werden. Okay, lass mal gucken, was passiert jetzt? Das ist nicht sehr fair,
Aber kreativ, herzlichen Glückwunsch. Welchen Preis wollt ihr? Haha, wie gut. Das ist ja auch sehr stark. Ah ja, Piekser, erster Angriff. Panzerbrechend, hört sich gut an. Sehr geil. Ich meine, wir haben keine gelbe und keine rote Karte gekriegt. Also wird schon gepasst haben, ne? Waren so viele gute Karten dabei, ne? Aber wir haben zu wenig Energie dafür. So, Angriffsdrohne. Mal gucken, was passiert mit dem da jetzt gleich. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Ja, er zerstört sich trotzdem, ja. Ah, wir haben hier den Motorstillstand. Ah, vielleicht hatten wir das vorhin auch schon und ich habe es noch nicht mal wieder nicht gesehen. Korrosion, dann hätten wir was noch? Das Ding, ja. Kondensatoren brauchen wir es ehrlich gesagt nicht. Ungünstig. Ja, nur der erste ist Piercing Damage. Das ist ja mal absolut Mumpitz, was ich da gebaut habe. Oh, come on. Oh, wie schlecht. Oh, wie schlecht. Unendlich? Die wird nicht abgeworfen. Interessant. Ach, die ist schon aufgewertet gewesen. Ach so, das ist Blatt. Und das ist Ziehstapel. Kostet 4. Können wir uns in keinster Weise leisten gerade. Das ist ungünstig. Die Kondensatoren. Ja, nehmen wir mal mit 2 Max-Schild. Oh nee. Ah ja, ersetze eine Karte durch eine zufällige seltenere Karte. Basisblock. Wird zu Bataillon? Okay. Nee, nicht. In der ersten Runde mehr Energie. Ja. Also, wir haben immer noch das gleiche Problem. Wir sind absolut am Arsch. Was Damage angeht. Also Damage, wir haben einfach keinen. Ah, das erinnert mich so an... ich einfach unverbesserlich. Regarding money? We don't have any money. Ich dachte, wir haben das Ding hier nur der erste davon. Nicht die ganze Karte wird da geboostet. Ja, gut. Dachte mir gerade schon, warum ist die 2 noch am Start, ne?
2 Max Schild dazu, stark. Das ist auch eigentlich ganz cool. Ich habe irgendwie Bock auf Vergeltung. Ja, wir haben genug Schild dafür. Angriffsdrohne und das Ding. Extrem langsam. So, ihr Pony, ich tue mal was essen. Mach's gut. Mahlzeit. Auch interessant, die Teile hier. Schießen, blocken, Überraschungs... Nee, wir nehmen nichts davon. Muss mal nach Artefakt... Oh, no. Das ist ungünstig. Okay, wir sind bewegungsunfähig. Ja, ja, nimm das, dann passt das. Immerhin jede Runde ein bisschen Damage, ne? Eieiei. Vergeltung wäre jetzt eigentlich auch nicht schlecht. Bataillon. Ich nehme erstmal die Vergeltung. Hauptsache haben, ne? Pony wird angezündet, aber sowas von. Ich werde einfach bei lebendigem Leibe abgebrutzelt. Weltstrahl, Angriffsdrohne. Erst den Wellenstrahl, wir können uns eh nicht bewegen. Ich Vollidiot hätte die Betäubung nehmen sollen am Anfang. Eieieiei. Das sind jetzt ein paar Schmerzen. Ah, nee, durch den ersten Damage haben wir mit unserer Betäubung den Damage rausgenommen. Stark, das war natürlich so gewollt. So, der Kollege ist weg. Toll, Multibetäubung. Gib mir das Ding, ich brauche Damage. Rikoschi-Paddel. Na, umdrehen, Betäubung. Okay, versuchen wir das mal mit dem Umdrehen. Vielleicht kriegen wir so irgendwie Damage drauf. Ja, es läuft wirklich schlecht mit dem Schiff, das stimmt. Vielleicht hätte ich die Mark II Kanonen nehmen sollen. Oh, wieder mal zu schnell geklickt, ey. Na gut. Vergeltung? Vergeltung. Das ist auch super. Das ist genauso, wie wir es brauchen. Und die Musik ist die geilste überhaupt. Noch eins nach rechts wäre stark. Will ich? Das wären immerhin auch 4 Damage, ne? Du
gepierced. Das Ding wäre dann tot, allein schon durch den da. Okay. Bevor die Musik richtig abgeht, ne? Schade eigentlich. Noch ein Korrosionsstrahl. Hm, Tisch umkippen. Ja. Drei Karten entfernen. Okay. Dann entfernen wir mal. Nur was, ne? Standardschuss kommt weg. Das kommt weg. Standard ausweichen kannst du eigentlich immer brauchen. Wir machen den Überraschungsknödel auch weg. Also es ist krass, wie unterschiedlich die Runs sein können, ne? Der erste war so OP und der ist einfach nur... Also, es ist gestruggle. Aber jetzt, wir sind nicht vorm Sterben, aber wir machen so wenig Damage. Machen so wenig Bums, ey. Und der erste ist immer noch Pierce. Und ja, ist eigentlich egal, was wir da nehmen. Ja, ein bisschen Damage kriegen wir. Zack, zack, zack. Immerhin ist das nächste Runde noch am Start. Der wird sich doch... schon so ein bisschen in Schussreichweite bringen. Tonne kippen? Ja, was meinst du? Du, wir kriegen aber auch nichts. Nichts, was Bums macht. Okay, endlos. Wir können das immer wieder tun. Oh, okay. Tausche eine Karte mit Upgrade A gegen Upgrade B. Dafür kriegen wir aber Ärgernis. Die nichts kostet. Ach so, einmalig. Okay. Wo haben wir denn so A und B? Also wir haben hier die B. Was wäre A? Wollen wir nicht. Das wollen wir auch nicht ändern. Multi-Explosion. Da könnte man drüber reden, dass du sagst, wobei kostet 1, ne? Das wären 4, das wären halt 6 für das gleiche. Da kannst du sagen, Multi-Explosion B auf A umswitchen ist nicht schlecht. Oder doch Bataillon A nehmen mit den Mark II. Ja, ich glaube, wir switchen die Bataillonen. Von B auf A. Die Bataillonen, okay. Wir können mehr machen. Au! Oh. Okay, 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 pass auf. Dann nehmen wir auch die Multi-Explosion A. Ne, dass das reicht, mach's gut. Diesen Durchlauf. Hä, wieso denn? Es ist genau wie in Darkest Dungeon. Wenn's scheiße läuft, machen wir trotzdem weiter. Wir nehmen, was uns gegeben wird und machen das Beste draus. Dieses ewige hier, ich habe jetzt nicht die perfekten Karten. Meine Artefakte sind nicht die tollste Welt. Ich mache einen neuen Run. Manchmal muss man strugglen. Der Aufenthalt in diesem Abstand um die Kobold ist sehr schlecht für deine Gesundheit. Oh, dann sollten wir diesen Kampf schnell hinter uns bringen. Smith, ich frage mich ja auch.
wer der letzte Charakter sein wird, den wir freischalten werden. Mein Schiff ist bewegungslos, das ist völlig okay. Ich nehme einfach mal die Chose hier. Okay, da ist schon mal das erste Ärgernis. Bataillon A. Ich glaube, ich nehme erstmal die Vergeltung. Dann haben wir hier noch ein Ärgernis, kein Problem. Den Wellenstrahl. Brauche ich das Schild? Eigentlich schon. Stark, dass wir hier die Vergeltung reinballern können. Okay, der Kollege ist down. Es ist komplett anders als vorhin. Tach! Okay, Karte aufrüsten. Ich mache jetzt... Ich hab die vier nicht. In der ersten Runde habe ich die vier, ja. Und dann habe ich das nicht mehr. Ich habe nur in der ersten Runde vier Energie. Ich habe keine Karten, die mir mehr Energie geben. Der letzte Charakter, vielleicht ein Tintenfisch? Ich finde ja das Stinktier cool, aber der hat so wenig Text. Das ist okay, dass wir hier zweimal getroffen werden. Das wäre schlecht. Ich nehme das Ding... Noch mehr Korrosion. Ich bewege mich mal. Einmal. Das wäre mit Vergeltung interessant. Aber er hat zu viel Gedöns. Kann man den Bataillon? Und bewegen uns hier rüber. Nice. Sehr stark. Das Trommelfeuer. Ja. Streifstrahl, ja. Jupiter-Drohne will ich auch nehmen. Okay, das ist Kolo. Mehr Korrosion. Das ist eigentlich nicht schlecht, dass wir hier nicht rumfliegen mit einem Damage. Das Bataillon? Ja. Das ist natürlich schlecht gelaufen, dass wir noch eins rüber sind. Blasenfeld? Kein Blasenfeld, schade. Die Vergeltung? Oder doch lieber... das ist ungünstig. Jetzt wäre ein Anker gut gewesen, ne? Dann hätten wir jetzt nämlich das Überwältigen nehmen können und die Multi-Explosion. Ja, wobei. Machen wir es andersrum. Wir haben ja dann in der nächsten Runde noch was davon.
Nicht so viel, aber immerhin etwas. Außer natürlich... Ja, wobei, die Vergeltung. Ja. Die macht ja auch nochmal... Ich glaube, nicht mehr Schaden. Okay. Dann nicht. Die vier... Weil wir sind bewegungslos, das heißt... Ugh. Oh crap. Ich dachte, ich hätte, weil ich gerade 4 gesagt habe, ne? Nicht cool. Also wir müssen eigentlich jetzt nur ausweichen und das wär's. Jetzt bewegungslos seien wir auch stark gewesen. Das rettet mich. Eieiei. Also ich muss ehrlich sagen, ich sehe schwarz. Jetzt kriegen wir eine Jupiter-Drohne. Ja. Nehme ich. Energierückgewinnung. 3, 3, 3, ja. Nehme ich. Ey, Großmutter! Karottenkuchen. Zufällige aufgerüstete Karte. Ja. Rumpfschwächen B. Nice. Okay, was machen wir noch besser? Die Jupiter-Drohne mit. Bubble außenrum. Und dann machen wir mal mit dem schwächsten Deck der Welt so ein bisschen Rambazamba. Nice. Beides brüchig gemacht. Vielleicht haben wir doch so eine kleine Chance. Okay, den Korrosionsstrahl. Oh, da wird mich aber nochmal nach links rüberziehen, ne? Gib mir mal. Das hier. Und du machst bitte keine Karte drauf. 3 ist. Ja. Nicht perfekt, aber. Was soll's? Korrosion B. Dann kann ich nicht nach... Doch, ich kann 1 nach rechts so rüber. Oder 1 nach links. Das ist stark, weil die Drohne das komplett am Schild vorbei raushaut. Wir sind bewegungslos. Das würde mich 2 verschieben. Ah, oh, meine Jupiter-Drohne ist tot. Ja, noch das Maximum aus der Drohne rausgeholt, ne? Aber schade, dass die jetzt im Eimer ist. Wird Zeit für unsere Bataillon. Kriegen wir nicht. Nein, wir sind bewegungslos. No. Oh. Das wären 12 Damage. Wie viel würde ich kriegen? 5. 6.
Wir überleben das. Ja? Ich kann jetzt eh nichts mehr dran ändern. Okay. Schon wieder Schnitzel? Wingard, alter Lachs. Altes Schnitzel. Du wirst immer stärker. Also der Run war absolut katastrophal schlecht. Wer soll es dieses Mal sein? Natürlich Dizzy. Ich will wissen, was da als letztes hier mit der Kollegin am Start ist. Oder war Dizzy männlich? Weiß ich nicht mehr. Und wie nennst du diesen Ort? Ich nenne ihn nicht. Okay, ich gebe ihm einen coolen Namen. So etwas wie die Wiege der Leere. Findest du das cool? Annehmbar. Den habe ich eigentlich von Isaac. Isaac findet immer gute Namen. Aber was ist dieser Ort? Kannst du mir das sagen? Die Zeitschleife ist eine Schutzblase, die bei meiner Geburt entstanden ist. Es ist ein glücklicher Zufall, dass sie eure Leben gerettet hat. Okay. Und du sagst, die Blase platzt, wenn du das Ausbrüten oder was auch immer beendest? Und eure zerbrechlichen Zeitlinien werden wie Eis zerbersten. Gut zu wissen. T-5 Tage. Okay, drücke den großen, coolen Knopf. Und der Teilchenstrahl startet. Los geht's! Die Partikelmesswerte sind gut. Halte den Strahl in diesem Winkel. Alright. Diese Zahlen sind interessant. Warte. Strahlungsgrenzwerte überschritten. Test wird abgebrochen. Oh, da war schon so ein bisschen... Hey, komm schon, ich bin doch dein Chef. Perry ist meine Chefin und 50% meiner Arbeit bestehen darin, dich daran zu hindern, den Kern in die Luft zu jagen. Der Kern fliegt nicht in die Luft. Ich habe dir die Berechnung gezeigt. Alles in Ordnung. Sorry, Kumpel. Na, wir betreiben Spitzenforschung auf einem uralten, verlassenen Schiff und der einzige Assistent, den Perry für mich finden kann, ist noch lahmer als sie. Oh. Ach, sorry, das war gemein. Ist schon okay. Ich habe es nicht so gemeint. Ist schon okay. Okay, das war... weird. Aber gut. Drake und Max fehlen uns noch.